Single Strokes, Double Strokes, Single Strokes, Inverted Doubles. Das spielen wir mit Bassdrum und Snare im 16-Gefüge, eine unter zwei, unter drei, unter vier, unter. Erstmal Single Strokes, Bassdrum und Snare. Mit der Bassdrum geht's los. Drei, unter vier, unter. Guckt, dass sich das immer rund anfühlt und schon groovy natürlich. Okay, bei den Double Strokes gleiches Spiel. Na, der Weg dahin, dass sich das schön entspannt anfühlt. Ist so ein bisschen, muss man sich ein bisschen entspannen zwischendrin. Aber kommt, ruhig eine Weile machen. Dann kommen wieder die Single Strokes in der Endübung dann quasi. Wieder die Single Strokes. Und dann kommt Inverted Doubles. Das sind verschoben. Sprich, wir spielen zwar Doppelschläge, wir beginnen aber mit dem zweiten von zwei. Es geht also mit einem Bassdrum-Schlag los und dann kommt erstmal der doppelte Snare-Schlag. Das heißt, bum, da, da, bum, bum, da, da, bum, bum, da, da, bum, bum, da, da. Bisschen wie Samba-Feeling, ne? Immer auftaktig gedacht. Drei und vier und. So, und jetzt verbinden wir das Ganze, geben dem Ganzen ein Fließpattern. Rechte Hand spielt die ganze Zeit Achtelnoten durch. Und ich mache es jetzt erstmal so, dass ich quasi die Single Strokes spiele, das Achtelpattern läuft immer weiter mit der rechten Hand, ganz entspannt, ganz, immer gleichmäßige Bewegung. Dann spiele ich erstmal die Single Strokes zwischen Bassdrum und Snare, gehe mal raus, Achtel laufen weiter. Dann spiele ich die Double Strokes, gehe raus, Achtel laufen weiter, wieder die Single Strokes, wieder raus und dann am Schluss noch die Inverteds. Ne? Und Ende vom Lied ist dann, dass man quasi keine Pause dazwischen macht, sondern direkt rüber wechselt, taktweise oder alle zwei Takte oder nach einer Strecke, wo man sich wohlfühlt quasi. Ne? Man spielt so lange Single Strokes, bis es sich gut anfühlt und dann wechselt man ad hoc ohne Unterbrechung. Ich mache es jetzt aber mal ein Takt Singles, Pause, ein Takt Doubles, Pause. Eins, zwei, drei und vier und. Und wie gesagt, dann am Schluss ohne Pause. Jetzt gebe ich euch aber gleich die zweite Runde davon. Die zweite Runde wäre nämlich das Ganze dann gedreht. Man beginnt mit Snare. Single Strokes, Double Strokes, Single Strokes, Inverted. Ich mache das Ganze jetzt mal mit der Snare beginnend. Heißt Snare und Becken gehen los. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt alles ohne Pause und jetzt kommt der Witz, das seht ihr auf dem Blatt. Der Umstieg ist quasi immer nach den Inverteds, weil der letzte Schlag von den Inverteds ist quasi zum Beispiel Bassdrum. In der ersten Runde ist es Bassdrum der letzte Schlag. Wir machen aber dann keinen Doppelschlag auf die nächsten Singles, sondern wir spielen dann quasi den letzten Bassdrum-Schlag und dann ist die erste
die erste Single-Note ist dann mit der Snare. Ich spiele euch jetzt die ganze Runde einmal zum Nachvollziehen. 1, 2, 3, 4. Da sind wir wieder am Anfang angekommen. Alles klar. Und wer Lust hat, kann das auch noch orchestrieren, was so viel heißt wie, wir gehen quasi mit der linken Hand über die Trommeln rüber. Das wäre dann immer erster Schlag, beziehungsweise erster Doppelschlag, weil wir wechseln nicht im Doppelschlag die Trommel, sondern ne, dann spielen wir zwei Schläge auf einer Trommel. Erster Schlag, zweiter Schlag, dritter Schlag, vierter Schlag. Nochmal erster, zweiter, dritter, vierter. Also es wechselt immer so. Ich spiele euch einmal eine Runde orchestriert. Mal gucken, wer drauf Bock hat. Wäre noch eine zusätzliche Sache. Viel Spaß. One, two, three, four. Okay, dem Tempo sind keine Grenzen gesetzt. Alles volle Power, alles ganz easy. Berge und Täler, gebt der Dynamik und eurer Aussage alles, was es zu geben gibt. Viel Spaß dabei!